Taxifahrer in Deutschland. Es ist ein bisschen schwierig. Muss man ehrlich zugeben. Es ist nicht leicht. Weil du musst Leute zu Sünden fahren. Du bekommst einen Anruf, fahr den so und so zur Straße, so und so. Und dann fährst du dahin und dann siehst du rote Lampen, grüne Lampen, gelbe, pinke Lampen. Und auf einmal ist es ein Swingerclub. Und auf einmal ist es ein Bordell. Und auf einmal ist es ein FKK-Club, FKK-Sauna oder wie auch immer. Du bekommst einen Anruf, hol den Kunden so und so in der Straße so und so ab und dann auf einmal guckst du es in eine Kneipe. So, was musst du machen als Taxifahrer? Dort hineingehen und sagen: Hallo, Taxi, wer hat ein Taxi bestellt? Ah, oh, ja, ich komme jetzt gleich, muss noch mal ein Bier trinken hier. Komm gleich. Und dann musst du auf ihn warten, bis er sein Bier getrunken hat. Und dann kommt er betrunken in dein Taxi und dann fährst du ihn nach Hause. Am Wochenende abends genauso schlimm. Jugendliche rufen dich an oder rufen die Taxizentrale an und dann fährst du sie zu den Partys. Und so weiter und so fort. Beim Einkauf auch schwierig, wenn du jemanden einkaufen fährst. So, da ist so eine alte Oma und die hat Schwein dabei, ein bisschen Kölsch dabei und, ne? Kennt ihr Kölsch? Kölsche Bier? Ja, Müller-Lons bewahren. Auf jeden Fall, Pilsener und Kölsch und wie sie alle heißen. Und dann sagt sie: Junger Mann, könnten Sie mir doch helfen? Ja, dann musst du dann Schwein tragen, Alkohol und. Deswegen, dieser Job ist sehr, sehr schwierig. Wenn es eine Lösung gibt, eine Alternative gibt oder irgendwie einen Weg gibt, diese Sachen nicht zu machen, okay, dann ist Taxifahren erlaubt. Gar kein Problem. Aber solange diese Sachen gemacht werden müssen, schwierig. Ja.